So, da bin ich schon wieder zurück. Es sind nur noch zwei Aufgaben, dann haben wir das auch schon mal hinter uns. Und ich hoffe, ich krieg's noch hin, bevor Bayern anfängt, um 6:30. Wir haben jetzt kurz vor 6. Also, jetzt machen wir die Aufgabe, beziehungsweise ich erkläre euch, was ihr machen müsst. Verbrauche instabile Sofortgegenstände mit verschiedenen Effekten. Bedeutet schon mal auf jeden Fall, ihr müsst 4 verschiedene nehmen, denke ich mal. Ob Epic Games das hinkriegt, weil das soll ja nicht in einem Match gemacht werden. Bedeutet eigentlich, es müsste gespeichert werden, welchen Effekt ihr schon hattet. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Wir werden es jetzt einfach mal ausprobieren in der Solo-Runde. Ich werde da landen, wo das Stadion ist. Hoffe halt einfach mal, dass da so gut wie keiner landet. Und mal gucken, was wir da bekommen. Weil bei einmal in Crazy kriegen wir die Tacos. Da, wo wir schneller laufen können, ist schon mal ein Effekt. Dann können wir ja noch mal in der instabilen, ach nicht instabil, da wo der Sportplatz ist, ne, wo die Sporthalle war, da sind ja mehrere. Ich probiere es jetzt einfach mal in ein, zwei Runden zu machen, deshalb auch solo. Okay. Und deshalb, wir probieren es jetzt einfach mal in zwei Runden solo. Und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit gleich Likezeit, Kommentierzeit. Und wenn du noch kein Abonnent bist und ich dir jetzt schon öfters helfen konnte, gerne ein Abo dalassen. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. So. Gehen wir mal direkt rein. Route passt soweit. Dun, 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 dun. Kann mal gucken, wer hier was wollte, ey. Schon zu Crazy, glaube ich, rüber. Ah, hier werden einige hingehen. Wir werden hier safe nicht alleine landen. Oh, dann landet man immer hier so hoch. Ja, ja. Ja, ja. So, der Hauptspawnpunkt ist hier, da wo die ganzen Dinger sind. Komm, schneller. Zack. Zack. Komm, du machst deine Aufgabe, ich mach meine Aufgabe und alles ist gut. Da. Jetzt muss ich mal eine Sache. Ach, hör doch auf. Hör doch auf. Junge, wie kann man so stur sein? So, probieren wir das Ganze jetzt nochmal eine Runde. Ihr habt ja gesehen, 3 von 4 haben wir jetzt. Aber die sicherste Variante wäre jetzt eigentlich auf dem Taco-Land, also Taco-Land sage ich schon, in Crazy-Land. So, gerade mal gucken. So, ich gehe mal direkt rein. So, das war das. Immer das Privatleben. Nee, nee, nee. Und ich sage ja, wenn du noch nicht kein Abonnent bist, dann hau jetzt bitte dein Abo raus. Weil, wie gesagt, ich freue mich halt wirklich über jeden Abonnenten, jeden Kommentar, jeden Daumen nach oben. Ich kann nur sagen, fangt am besten nie mit YouTube an, weil es macht süchtig. Man wird irgendwann echt klickverrückt, kommentierverrückt. Das war der verpasste Anruf. So, wie gesagt, Crazy jetzt runter, da den Taco nehmen, dann müsste es eigentlich jetzt passen. Okay. Ach, was weiß ich.
sicher. Dann, da müssen wir runter. So, jetzt hoffe ich, dass hier gerade keiner mitkommt. Am besten halt auf dem Hauptdach landen. Weil ich meine, da liegen die Tacos eh immer rum. Jetzt hoffe ich, dass mich hier keiner unnötig vom Himmel holt oder sonst was. Ich will nur einen Taco. Toll. So, hier liegt schon einer. Ich will nur den Taco. Mehr will ich nicht, Leute. Das hat schon mal nicht gezählt. Also, die gehen hin und zählen es wirklich. Also muss ich nochmals wegen den Instabilen darüber. Heieieiei. Ah, welchen Effekt gibt's denn da noch? Wo ist er hingelaufen? Ach, da hinten läuft er. Läuft aber noch einer. Natürlich. Zu den instabilen brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr laufen. So, er ist da hinten. Er kriegt natürlich hin, einen Zentimeter neben mir zu sein. So, jetzt versuchen wir trotzdem noch mal zum Sportplatz. So, direkt noch mal rein. Aber eigentlich haben wir doch da alles. Jetzt einfach mal gucken. Also ihr müsst definitiv andere finden. So. Weil den Taco hat er jetzt nicht gezählt. Aber der Taco ist auch kein instabiler. Der Taco ist ja nur ein Sofortgegenstand. Kein instabiler. Also muss man eigentlich auf jeden Fall da landen. Also auf jeden Fall am Sportplatz, da wo die Halle war. So, das werde ich wohl noch hinkriegen. Hoffe ich mal, dass da diesmal keiner direkt landet, aber klar, da werden jetzt dauernd Leute landen. Ist halt immer so, wenn ihr die Aufgaben ganz am Anfang macht, da werden immer welche sein. So, wir probieren aber jetzt mal so tief wie möglich da ranzukommen. Eben war ich hier im vorderen Bereich. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich jetzt weiter rechts landen soll, weil da werden ja wahrscheinlich andere sein. Aber die Meteoritensplitter sind ja eigentlich immer unterschiedliche Funktionen. Ja, er druckelt schon wieder übelst. Boah, ey, das ist immer so ätzend hier. Oh Gott, hier landen ja noch mehr als eben. Ach, hör doch auf. Ja, jedenfalls, ihr habt es ja jetzt gesehen, ihr müsst da landen, weil da sind die einzigsten instabilen Sachen. Ich werde es jetzt gleich ein bisschen weiter probieren. Also ihr müsst da landen und immer wieder probieren, irgendwas zu essen. Und so werdet ihr die Aufgabe safe hinkriegen. In dem Sinne würde ich sagen schon mal, danke fürs Zuschauen. Wenn du noch kein Abonnent bist, hau jetzt dein Abo raus. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich gleich schon mit der letzten Aufgabe. In dem Sinne, haut einfach mal easy peasy
rein und viel Spaß mit den Aufgaben.